Ich war fast 35 Jahre im hinteren Defregental als praktischer Arzt tätig. In den letzten 4-5 Jahren hatte ich die Möglichkeit, mit dem Defrega Heilwasser Erfahrung zu sammeln. Ich möchte Ihnen nur kurz das Defrega Heilwasser vorstellen. Es ist ein ganz besonderes Wasser, einzigartig in der Zusammensetzung und in der Wirkung. Die offizielle Bezeichnung ist jodhaltige Natriumchlorid-Solotherme. Das Wasser enthält sehr, sehr viele mineralische Stoffe, hat also einen sehr, sehr hohen Mineralgehalt, eine hohe elektrische Leitfähigkeit. Ferner sind noch Spurenelemente und anorganische oder organische Stoffe auch enthalten. Aufgrund dieser besonderen Zusammensetzung, der hohen Leitfähigkeit und der Gesamtmineralisation eignet sich das Wasser für bestimmte Indikationen. Das sind dermatologische Erkrankungen, in erster Linie Schuppenflechte, Neurodermitis, auch Erkrankungen der Atemwege, der Nasennebenhöhlen sowie Gelenksbeschwerden. Es kommt aus einer Tiefe von 1850 Metern, ist dort im Laufe von vielen, vielen Jahren gereift, vermutlich sogar bis zu einer Million Jahre alt ist das Wasser. Es kommt mit einer Temperatur von etwa 25 Grad an die Erdoberfläche mit einer Tagesschüttung von ca. 450 Litern.